Ramasana kann man übersetzen als die Stellung des Rama. Rama heißt auch Freude und Liebe. Und so kann man die Stellung auch übersetzen als die Stellung der Freude und Liebe. Ramasana wird wie folgt beschrieben. Setze dich auf das Gesäß und gib die Füße zusammen. Dann gib die Unterarme vor die Knie und gib das Kinn auf die Knie. Das ist dann Ramasana, die Stellung von Rama. Es gibt eine weitere Stellung, die so bezeichnet wird. Du kommst auf die Zehenspitzen und es gibt dann das Gesäß auf die Fersen oder du gibst sogar die Fersen zusammen, sodass die Fersen auf dem Damm bzw. auf dem Perineum sind. Und jetzt gibst du auch die Ellbogen auf die Knie und du gibst das Kinn auf die Hände. Du könntest jetzt auch noch probieren, die Fersen auf den Boden zu geben und dabei die Fersen im Perineum zu halten. Und so sind die Knie wieder etwas weiter oben. Das sind also verschiedene Variationen von Ramasana.